Hey, Tony, was ist los? Du hast eine Schatzkarte gefunden? Oh. Oh, da steht, der Schatz ist irgendwo in den Bergen? Du hast recht, Troy. In den Bergen ist es jetzt richtig kalt. Gute Idee. Ich bin mir sicher, Teddy fällt was ein. Was meinst du, Troy? Hey Teddy, kannst du Troy helfen? Er möchte in den Bergen nach einem Schatz suchen. Aber es ist sehr kalt dort oben. Kannst du da was machen? Das wird dich schön warm halten, damit du nach dem Schatz suchen kannst. Der Schnee kann sehr hell sein. Damit beschützen wir deine Augen. Aha. Noch eine Sache? Okay. Wofür sind denn die Triebwerke, Teddy? Oh, ich schätze, das werden wir noch herausfinden. Danke, Teddy. Wow, hier ist aber eine Menge Schnee. Wie gut, dass du die Brille trägst. Oh. Oh, na klar. Schauen wir nach dem Schatz. Troy, ich glaube, du hast ihn gefunden. Ach du liebe Güte, ist das die legendäre silberne Taube? Oh. Du hast noch etwas gefunden? Troy, ich glaube, du machst dich besser auf den Weg. Ich glaube, es wird größer. Troy, du musst was unternehmen. Die Triebwerke. Vielen Dank, Teddy. Wie gut, dass Teddy dir die Triebwerke gegeben hat, was, Troy? Oh. Hallo Teddy, Tony, schaut mal, was Troy gefunden hat. Na dann, habt noch einen schönen Tag, Leute. Hallo Troy! Fährst du heute rüber zur Insel für die Aktivitäten in der Haiwoche? Oh,
du hast geholfen, das alles zu organisieren? Du musst ein richtiger Hai-Experte sein. Oh oh. Schau, da sind Taylor und Joe. Oh. Hallo Taylor. Dir geht etwas im Kopf herum? Du möchtest, dass Joe mit dir zur Haiwoche kommt, aber er denkt, Haie sind langweilig? Troy, kannst du Taylor helfen, Joe zu überzeugen, dass Haie ganz schön großartig sind? Gute Idee, Troy. Du gehst und bittest Teddy um Hilfe. In der Zwischenzeit könntest du Taylor vielleicht Joe zur Insel bringen und dort auf Troy warten? Hallo Teddy, schön dich zu sehen. Troy könnte deine Hilfe gebrauchen. Joe denkt, dass Haie langweilig sind, Teddy. Taylor und Troy wollen ihn vom Gegenteil überzeugen. Fällt dir da was ein? Großartig. Fangen wir an. Cool. Eine Haischnauze. Natürlich, ein Hai kann nicht atmen ohne Kiemen. Flossen, um zu schwimmen. Sieht so aus, als wärst du bereit, Troy. Du hast recht, Teddy. Wenn Troy seine Sonnenbrille aufhat, sieht er noch cooler aus. Vielen Dank, Teddy. Bist du fertig? Du wirst eine Eintrittskarte brauchen, um bei der Haiwoche dabei zu sein, Troy. Wir sehen uns. Troy ist zurück, Leute. Oder sollten wir sagen, hier gibt es einen Hai, der euch sehen möchte. Ganz schön cool, oder Joe? Joe, wusstest du, dass Haie auf beiden Seiten ihres Körpers Schlitze haben, die man Kiemen nennt? Siehst du? Haie sind Fische und mit den Kiemen können sie atmen. Es gibt 400 verschiedene Haiarten. Der größte ist der Walhai. Und er ist der größte Fisch der Welt. Außerdem, Joe, wusstest du, dass ein Hai in seinem Leben 20.000 Zähne verlieren und wieder wachsen lassen kann? Ist das nicht fantastisch? Ja, ganz schön gewaltig. Kein Wunder, dass es manchmal so aussieht, als würden Haie lächeln. Siehst du diese Flossen? Durch sie ist der Hai ein fantastischer Schwimmer. Haie können 10-mal schneller schwimmen als ein Mensch. Weißt du, wie lange ein Hai lebt? Im Durchschnitt 20 bis 30 Jahre. Wusstest du, dass die Wissenschaftler denken, dass es die Haie schon seit der Dinosaurierzeit auf der Erde gibt? Also, denkst du immer noch, dass Haie langweilig sind? Wirst du bei der Haiwoche dabei sein, um mehr zu erfahren? Keine Sorge, Joe. Teddy hat Troy Eintrittskarten für euch beide mitgegeben. Vielen Dank für deine Hilfe heute, Troy. Vielleicht können wir nach der Haiwoche ja irgendwo auf einen kleinen Bissen was essen gehen. Tschüss, Leute. Habt Spaß.
klingt klasse, Toni. Oh nein, deine Trompete. Du hast recht. Ich bin sicher, Troy kann sie dir zurückholen. Hallo, Troy. Tony hat seine Trompete verloren. Meinst du, du kannst sie ihm wiederholen? Großartig. Danke, Troy. Hey Teddy, kannst du Troy helfen? Tony hat seine Trompete im Schnee verloren. Fällt dir ein Weg ein, wie wir sie zurückbekommen können? Das kannst du benutzen, wenn du in den Bergen ankommst. Damit kannst du dir die Trompete schnappen. Danke, Teddy. Bereit loszulegen? Klasse. Troy, da ist die Trompete. Geschnappt. Troy, du solltest lieber etwas langsamer fahren. Was für ein Glück, dass die Schienen da waren. Hey, Tony. Troy hat deine Trompete. Spielst du uns was, Tony?
Ich liebe dieses Lied. Danke für deine Hilfe, Teddy. Juhu. Tschüss alle zusammen. Hallo, Tina. Wo willst du hin? Zu Byrons Haus für Spaghetti? Das klingt toll. Fahr langsam, Toni. Warum die Eile? Du bist zu spät? Aber pass auf Tina auf. Sie kommt gerade um die Ecke. Toni, du fährst viel zu schnell. Puh. Was ist los? Deine Schleife ist weg? Aber wo ist sie hin? Sie ist in den See gefallen, als Toni vorbeigefahren ist? Keine Sorge, Tina. Ich bin mir sicher, es gibt jemanden, der dir helfen kann. Schau, da ist Troy. Wir haben ein Problem. Kannst du Tina helfen, ihre Schleife aus dem See zu fischen? Das kannst du? Fantastisch. Fahren wir zurück zum Lagerhaus und schauen, ob Teddy helfen kann. Hey, Teddy. Kannst du mal runterkommen? Troy braucht deine Hilfe. Tinas Schleife ist in den See gefallen. Kannst du Troy helfen, sie herauszufischen? Eine Angelrute? Perfekt. Eine Taschenlampe? Gute Idee, Teddy. Wir brauchen wohl etwas Licht, um die Schleife zu finden. Da ist sie ja. Fast geschafft, Troy. Was ist los? Der Haken steckt fest? Oh nein, was sollen wir tun? Du hast eine Idee? Du tauchst mit der Taucherbrille, die Teddy dir gegeben hat, unter Wasser? Großartige Idee. Oh.
Toll gemacht, Troy. Vergiss deine Spaghetti nicht, Tina. Du bist schon ziemlich spät. Oh, du möchtest Troy auch zu Byron nach Hause einladen? Das ist aber sehr nett. Was sagst du, Troy? Viel Spaß, Leute.